Hallo, mein lieber Krebs, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Krebse. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Krebs, nach einer etwas unfreiwilligen Pause meinerseits, ja, meine Stimme war plötzlich weg für eine Woche, da konnte ich jetzt nichts machen, geht's jetzt hier weiter am Kanal? Ja, da würde ich sagen, wir starten jetzt mal direkt in deine Legung hinein, was sich hier tut, wir wollen keine Zeit verlieren, und da sehe ich gleich hier auf deiner Ebene, ja, da geht es um eine Angelegenheit, da könnten auch mehrere Personen involviert sein. Ja, das kann sein, dass sich hier jemand vielleicht eine Option offen gehalten hat. Ja, es kann hier auch um das Thema Untreue gehen. Ja, das ist hier aber, wenn das so ist, mein lieber Krebs, bereits bekannt. Ja, das ist jetzt nichts, das im Verborgenen ist. Ja, das muss jetzt auch nicht die Liebe betreffen. Das kann auch etwas anderes betreffen. Du weißt, wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld in meinen Legungen. Und ich habe hier den Hinweis, dass es hier um eine erfreuliche Entwicklung geht, ja. Kann auch sein, dass du hier nicht so recht wusstest, woran du bist, ja, bei einer bestimmten Person. Es kann hier natürlich auch eine Ungerechtigkeit stattgefunden haben, ja, und sich hier jetzt eine Gerechtigkeit zeigen. Also ich sehe hier definitiv einen Aufwärtstrend in dieser Angelegenheit, ja. Also irgendetwas zeigt sich hier als unaufrichtig. Also jemand war hier nicht ganz ehrlich tendenziell. Es kann natürlich auch kann ja natürlich auch um eine bestimmte Situation gehen, ja, dass du dir vielleicht auch mehrere Optionen offen gehalten hast und es hier vielleicht auch um eine Art Entscheidungsfindung geht. Ist hauptsächlich, also für die allermeisten geht es hier schon um irgendetwas Zwischenmenschliches, ja, irgendeine unklare Situation, die sich jetzt aber offenbar zum Besseren wendet. Also zumindest für dich, mein lieber Krebs. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Da gehen wir jetzt gleich mal weiter. Hier haben wir das Thema Selbsterkenntnis. Ja, also es geht hier um eine Reflexion, die sich hier ganz stark zeigt. Das kann jetzt vielleicht auch diese Thematik betreffen. Ja, vielleicht geht es ja auch darum, dass hier, wenn hier mehrere Personen involviert sind, vielleicht eine Art auch Dreieckskonstellation, nehme ich für manche wahr, dass man hier vielleicht, also dass du hier vielleicht auch deinen Anteil an der Situation erkennst. Ja, denn das ist auch immer der Punkt, es geht nicht zwingend um Schuld, sondern auch zu erkennen, was ist mein Anteil an einer bestimmten Situation. Und da sehe ich eine wichtige Selbsterkenntnis, die möchte ich mir jetzt näher ansehen, bevor wir hier weiterschauen. Ah, okay, da sagt das Universum, das kommt zum richtigen Zeitpunkt, ja. Und da geht es eben auch um eine Weiterentwicklung, ja, also etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und was ich hier auch sehe, ist, mein lieber Krebs, das kann ich dir auch schon vorab verraten,
Es geht insgesamt bei dir darum, dass sich eine bestimmte Situation beruhigen soll. Und für einige nehme ich ja auch die Bestimmung, die Berufung wahr. Also sehr, sehr spannend, ja. Eine sehr, sehr schöne Legung. Das kann ich dir auch schon, vorab sagen. Jetzt gehen wir aber mal in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Ja, und da sehe ich einen Durchbruch, ja. Das könnte hier auch etwas Berufliches betreffen, vielleicht auch etwas Finanzielles. Ich vermute aber, ja, bei den meisten geht es hier um diese Selbsterkenntnis. Die kann natürlich auch in den nächsten wenigen Stunden oder Tagen erfolgen. Ja. Wir sind hier hauptsächlich bei diesen Legungen immer im Zeitraum der Gegenwart und das reicht ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen in die Zukunft. Ja, wir schauen dann natürlich noch in die Tendenz, also was darüber hinaus auf dich zukommen könnte. Ja, aber dazu kommen wir dann natürlich im letzten Abschnitt der Legung. Jetzt schauen wir uns mal die Blockaden näher an, die sich hier aktuell zeigen, mein lieber Krebs. Was ist blockiert? Was ist herausfordernd? Beziehungsweise was blockiert dein Vorankommen? Ja, und da sehe ich, es gibt ja einiges für dich zu tragen gerade, also du bist auch sehr stark. Das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen, was das hier betrifft, was wir da noch erfahren dürfen. Okay, also es geht hier um eine Art Reset, ja, ein Neustart, ja, von vorn beginnen. Wir haben hier auch gleich noch den Neuanfang daneben liegen, ja, sehr, sehr interessant, denn ich habe kürzlich über diese Karte gesprochen, ja, das freut mich jetzt sehr, dass sich diese Karte zeigt, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, mein lieber Krebs, und es geht hier darum, ja, das ist hier gerade blockiert, zu erkennen, wo liegt hier dein Neuanfang, ja, und es ist ein Neuanfang mit Erfahrungswerten, ja, das kann in einer Bewegung, in einer bereits bestehenden Bewegung stattfinden und es geht hier um eine Erleichterung. Das sehen wir eben auch hier, weil sich hier eine Belastung zeigt, ja. Du bist dieser Last auch gewachsen, ja, also du könntest diese Last natürlich auch weitertragen, aber du kommst dann natürlich langsamer vorwärts. Und das ist jetzt wirklich entscheidend, dass du hierüber reflektierst. Wir haben hier dann auch noch die Lösungsimpulse, dazu kommen wir dann im Anschluss. Aber das, was ich hier gleich sagen kann, ist, es ist wichtig hier zu reflektieren, ja, welche Last kann ich jetzt hinter mir lassen? Was soll sich denn dauerhaft verändern? Ja, das ist hier das Thema, denn ich sehe hier ganz eindeutig, bei dir geht es darum, da hat sich einiges angesammelt, ja, und das ist hier besonders entscheidend, dass du dir hier darüber Gedanken machst, was passt hier jetzt nicht mehr hin, was trage ich schon zu lange mit mir herum und möchte ich eigentlich schon abschließen oder hinter mich bringen. Schauen wir mal weiter. Da habe ich einen sehr interessanten Hinweis für dich. Ja, da sagt das Universum, es geht hier um eine Begegnung mit einer bestimmten Person. Diese Begegnung wird hier auch gleich als positiv angedeutet und ich sehe auch schon, wir bekommen dazu dann noch gleich mehr Informationen. Das ist hier aktuell noch blockiert, mein lieber Krebs. Also wir bekommen in den Blockaden auch oft Ankündigungen, was als nächstes auf einen zukommt, ja, was ansteht. Und da haben wir jetzt eine Begegnung, die dir hier weiterhelfen wird in deiner aktuellen Situation. Ja, das heißt jetzt nicht, dass diese Person, ja, wenn das hier ein Ratschlag ist beispielsweise, dass diese Person alles besser weiß, sondern dass die Begegnung mit dieser Person, und diese Person kann natürlich schon bekannt sein, ja, also es geht hier nicht darum, dass das jemand Neues sein muss, das kann sein, muss aber nicht, ja, es geht hier mehr darum, diese Begegnung, die soll etwas Positives in dir auslösen, ja, also das ist das Entscheidende und das kündigt das Universum hier an. Und das ist hier, denke ich, auch an diesen richtigen Zeitpunkt gekoppelt. Ja, da kommt etwas auf dich zu, also eben diese Erkenntnis. Vielleicht hat sie auch schon stattgefunden, ja. Und im Zuge dessen kommst du hier eben zu dieser Person, die hier eine positive Auswirkung auf dich haben soll, ja, etwas in dir in Bewegung setzen soll.
Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich ja diesbezüglich immer offen. Da kann sich wie in deinem Fall eben auch etwas Zwischenmenschliches zeigen, muss aber nicht. Ja, und da sehe ich auch, das könnte hier auch die Thematik sein, die wir hier zu Beginn der Legung schon gesehen haben. Es geht hier um irgendetwas im zwischenmenschlichen Bereich, das hier ja eine seelenverwandte Person betrifft, eine Person, die dir nahe steht. Und da zeigen sich schlaflose Nächte. Ja, das muss jetzt nicht sein, dass du hier wirklich schlaflose Nächte hast. Ja, das kann ja auch sein, dass du über irgendeinem Zustand brütest, wo wir hier eben auch schon den Hinweis haben, hier entwickelt sich bereits etwas in eine positive Richtung. Und das ist natürlich klar, wenn dich hier etwas sehr stark beschäftigt im zwischenmenschlichen Bereich, ja, unsere Angehörigen, die Menschen, die uns nahestehen, ja, das führt natürlich dazu, dass wir blockiert sind, wenn hier etwas in ein Ungleichgewicht gerät. Und da habe ich das Gefühl, da geht es um ein bestimmtes Thema, ja, das hier in eine Auflösung gehen soll. Und da sehe ich auch Teile dieser Last, mein lieber Krebs, ja, die hier aufgelöst werden können. Dahingehend schauen wir jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ja, wir bleiben hier jetzt gleich auf der Ebene des Umfeldes. Da haben wir schon den Hinweis, mein lieber Krebs, in dieser zwischenmenschlichen Situation. Da gibt es einen Ausweg, da gibt es eine Lösung. Diese Lösung ist vermutlich ein bisschen unscheinbar. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen mehr herauszukitzeln. Vielleicht bekommen wir da noch einen weiteren Impuls. Ah, das ist sehr hilfreich. Also die Lösung zeigt sich tendenziell eher auf den zweiten oder dritten Blick. Das kann auch etwas sein, das so offensichtlich ist, dass man es gar nicht wahrnimmt. Ja, also da sage ich immer gerne, das altbekannte Sprichwort, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und das, was wir hier noch als Zusatzinformation für dich bekommen, ist das Thema Loslassen. Ja, also es geht um diese Belastungen. Wo ich hier auch das Gefühl habe, es geht natürlich auch um ein Gespräch, ja, das sich hier im Zwischenmenschlichen zeigt. Ich glaube nicht, dass es hier darum geht. Ich meine, es kann natürlich für eine sehr kleine Gruppe zutreffend sein, dass man hier etwas mit sich selbst ausmacht oder hier etwas selbst erkennt. Also ich sehe, es geht hier sehr stark um das Thema Verzeihen, alte Themen besprechen, ja, Themen, die sich schon sehr lange in dieser Verbindung zeigen. Du weißt, wir schauen auf das gesamte Umfeld, also die Person, um die es hier geht, die könnte der eigene Partner, die eigene Partnerin sein, wenn vorhanden. Es kann hier um eine bestimmte Freundschaft gehen, also eine tendenziell eher langjährige Freundschaft oder vielleicht ein Familienmitglied. Für alle, die hier auf das Berufliche schauen, ja, das könnte hier eine Geschäftspartnerschaft betreffen, ja, wo es hier eben auch darum geht, dass hier bestimmte Themen, die sich belastend auf diese Verbindung auswirken, jetzt aus der Welt geschaffen werden können. Schauen wir mal weiter, ja, was diese Begegnung betrifft. Also das ist wirklich auch eine sehr interessante Legung, die wir hier bekommen, mein lieber Krebs. Sagt das Universum, du kannst hier jetzt nicht wirklich etwas machen, ja. Diese Begegnung kommt auf dich zu, ja. Da baut sich etwas auf, ja. Da bewegt sich etwas im Hintergrund. Also es ist an sich wichtig, weiterzumachen, gerade wenn es hier vielleicht um irgendetwas geht, das du gerade vorbereitest. Aufbaust, etwas, das in der Entwicklung ist. Also es ist wichtig, hier einfach weiterzumachen, denn diese Begegnung liegt auf deinem Weg. Ja, also das kann ich dir hierzu sagen. Also das bedeutet, auch wenn das natürlich leichter gesagt als getan ist, vertrau hier einfach darauf, dass du zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Person in Kontakt trittst. Und das kann völlig unverhofft passieren. Ja, das kann jemand sein, den du vielleicht schon dein ganzes Leben lang kennst und man
man spricht über irgendetwas und dann macht es plötzlich Klick bei dir und diese positive Wirkung zeigt sich. Das kann natürlich auch eine Person sein, der du zufällig auf der Straße begegnest, ja, und man über irgendetwas spricht, ja, ganz beiläufig, und auch hier kann es plötzlich Klick machen, ja. Also das ist nur wichtig, dass du hier offen bist, ja, offen dafür, dass sich diese Begegnung demnächst zeigt. Wir gehen jetzt noch hier auf deine Ebene und da sagt das Universum, es geht bei dir um eine Veränderung. Und es geht hier auch um eine Art Zyklus, der sich hier zeigt. Und dieser Zyklus möchte angenommen werden. Ja, da sehe ich eben auch diese Last, die sich hier schon in den Blockaden gezeigt hat, ja, die soll jetzt nach und nach losgelassen werden. Da gibt es Themen, die gehören jetzt eigentlich schon in die Vergangenheit, mein lieber Krebs, ja, und da sagt das Universum, was dir hierbei helfen kann, diese Bewegung anzunehmen, diese Veränderung anzunehmen, ist hier eine Thematik, die für dich persönlich sehr wichtig ist. Und das habe ich vorhin schon zu Beginn der Legung gesagt, da geht es für viele eben auch um die Bestimmung, um die Berufung. Es geht um deine Individualität, ja, um etwas, das für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist Teil dieser Veränderung. Also du bewegst dich hier auf etwas zu, das deinem Lebenssinn in weiterer Folge entspricht. Und da sagt das Universum, wenn du den Fokus hier mehr auf diese Thematik legst, ja, wirst du hier nach und nach erkennen, was du hier hinter dir lassen kannst, ja. Wir haben hier, wie gesagt, ja auch schon einen Neubeginn liegen, ja. Vielleicht geht es ja auch darum, dass man sich hier über, ja, über die eigene Situation Gedanken macht und hier dann eben auch erkennt, ja, da kann ich etwas loslassen, da kann ich etwas hinter mir lassen. Diese und jene Thematik, die kann ich eigentlich abschließen, ja, die sehe ich in meiner Zukunft gar nicht mehr. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Auf deiner Ebene, mein lieber Krebs, liegt hier die Gerechtigkeit, ja. Es geht hier darum, dass hier ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden soll. Und das hängt hier auch eben mit dieser Last zusammen, die sich hier zeigt, oder mit dieser Belastung. Ja, und dieses Gleichgewicht kann sich natürlich dann wieder einstellen, wenn wir hier das, was zu viel ist, loslassen, Schritt für Schritt, oder hinter uns lassen. Vielleicht ist das auch die ein oder andere Erledigung, die hier einfach ansteht. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Das, was ich hier sehe, ist, dass hier ein Ausgleich stattfindet. Und ich sehe hier auch eine Gerechtigkeit, ja, die zeigt sich hier irgendwie mehrfach in dieser Legung. Ich sehe hier auch eine Gerechtigkeit, ja, oder einen Ausgleich in dieser Angelegenheit, die sich hier zu Beginn der Legung gezeigt hat, ja, wo es hier um eine Form der Untreue geht, Unwahrheit, also nicht ehrlich sein, vielleicht sich verschiedene Türen offen halten. Das sehe ich hier auch für die meisten so, ja, dass das hier eher beim Gegenüber liegt, oder das ist hier mehr eine Spiegelsituation, ja, dass hier eben beide ihren Anteil haben, und da sehe ich eben auch eine Beruhigung dieser Situation. Also ich kann hier ganz klar erkennen, hier kann eine Lösung gefunden werden, ja, wo es ja auch um eine gewisse Zufriedenheit geht, wo man hier auch etwas abhaken kann. Schauen wir mal weiter. Ja, da sehe ich, da sehen wir jetzt eben diese Begegnung, mein lieber Krebs, die hier ansteht. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, dieses Bild, das wir hier bekommen. Und diese Begegnung, ja, das hat hier eine unterstützende Wirkung auf dich. Das könnte hier natürlich auch eine Beratung sein von einem Experten oder einer Expertin, ja, die hier etwas auslöst. Das kann hier natürlich auch sein, dass es hier vielleicht auch um einen bestimmten Termin geht, ja. Das habe ich jetzt vorhin nämlich gar nicht gesagt. Das, was auf jeden Fall für dich entscheidend ist, mein lieber Krebs, diese Begegnung löst etwas aus, ja. Da kommt etwas in Bewegung, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, viele warten schon eben genau auf diesen Zeitpunkt, dass sich hier endlich etwas bewegt. Ja, und das soll hier ausgelöst werden
durch die Begegnung mit dieser Person. Und wir haben das hier eben direkt liegen. Also ist das hier wirklich in der nächsten Zukunft. Also das ist hier nicht weit entfernt. Wir gehen jetzt noch auf die Ebene des Umfeldes und da sehe ich einen Neuanfang, ja. Das hängt hier mit dieser Blockade zusammen, ja, mit diesen Themen, die sich hier angesammelt haben, ja. Und dieser Neuanfang ist hier natürlich auch, also wie alle Tendenzen hier auch an diesen Lösungsimpuls gekoppelt. Also es geht hier eben auch darum, hier bestimmte Themen zu bereinigen, ja, sich hier zu besprechen, hier auch zu erkennen, was kann hier losgelassen werden, ja. Für eine ganz kleine Gruppe kann es hier vielleicht auch darum gehen, dass hier vielleicht diese Verbindung sich einem Ende zuneigen könnte. Ja, das ist aber etwas, das ist dir, wenn dann schon jetzt, eher bewusst. Dann geht es hier überhaupt um einen Neustart. Für die allermeisten, ja, so für weit über 90%, sehe ich hier aber einen Neuanfang in dieser Verbindung, ja, und auch eine große Erleichterung, die aber auch erst ausgelöst werden soll, ja, oder erst ausgelöst werden muss, damit sich dieser Neustart eben auch dementsprechend zeigen kann, ja, und es geht hier um Themen, die mit dem Loslassen zu tun haben, vielleicht eben auch, vielleicht geht es ja auch darum, etwas zu verzeihen, zu vergeben, vielleicht eben auch gegenseitiges Verzeihen und Vergeben, das hier gestartet werden soll, ja. Denn je nachdem, was hier vorgefallen ist, wenn es hier ums Verzeihen, ums Vergeben geht, mein lieber Krebs, dann kann das hier, wenn das ganz akut ist, ja, wenn das vielleicht erst kürzlich stattgefunden hat, dann kann das mit dem Verzeihen natürlich ein bisschen dauern. Dann geht es hier mehr darum, diese Entscheidung zu treffen, ja. Wir wollen hier gemeinsam weitergehen, ja, wer auch immer diese Person hier ist. Aber dafür ist es eben auch erforderlich, dass man nach vorne blickt und bestimmte Themen hinter sich lässt. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.